Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar, ich habe Post bekommen von Diamond Art Gift und ich darf euch zwei schöne Bilder vorstellen. Ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum. Ich packe euch die Bilder auf und wir schauen uns die einmal an. Ich habe einmal eins bestellt in rund und einmal eins in eckig, habe ich ausgesucht. So, wir fangen vielleicht mal mit dem Bild in rund an. Hier ist es. Es sind zwei größere Bilder, genau. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist eigentlich ein lizenziertes Bild. Mir ist da leider ein Plagiat untergerutscht, was ich erst im Nachhinein erfahren habe. Dieses Bild ist eigentlich original von Randall Spengler und gibt es bei Heaven and Earth Design als Stickbild. Ich weiß nicht, ob es auch als Diamond Painting gibt, kann sein. Auf jeden Fall habe ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich von Randall Spengler eher nur diese Drachen kenne. Und das ist mir aber kein Drachenbild. Ich zeige es euch einfach und das wollte ich euch einfach nur dazu sagen. Es ist mir leider jetzt passiert. Ich meine, ich hab ja von Randall Spengler auch Bild. Also von daher habe ich auch Original daheim. Ich wollte es euch nur sagen, nur dass ihr Bescheid wisst über dieses Bild. Ich packe es jetzt mal aus. Wir schauen uns trotzdem die Qualität an. Es geht ja auch hier hauptsächlich auch darum, wie ist die Verpixelung, wie ist die Leinwand, wie ist die Qualität der Steine und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch dann ein anderes Motiv aussucht, geht es ja auch, ne? So. Und zwar ist es dieses Geisterschloss. Und ich wusste gar nicht, dass das, ja, deswegen war ich auch so ein bisschen irritiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es ein Randall Spengler ist. Wir haben hier eine Größe von 55 x 70 cm. So, ich mach das mal auf die Seite. Oha, okay. Und zwar, das ist hier einmal dieses Geisterschloss. Das Motiv an sich finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ich sticke dieses Motiv ja tatsächlich auch seit kurzem erst. Und dadurch habe ich auch erfahren, dass es halt ein Originalbild ist eigentlich. Aber da hatte ich das hier schon ausgesucht und zwar auf dem Weg hierher. Ja, wir haben hier einmal eine etwas dünnere Folie drauf. Das Bild ist im Rund. Hier haben wir ein Steinchen. Ja, aber ich finde es richtig, richtig schön hier mit dem Haus. Kommt wirklich schön raus, trotz dass wir hier nur 22 Farben haben. Bei meinem Stickprojekt habe ich an die 90 Farben. Ja. Es ist ein schönes Herbst- und Halloween-Bild. Weil wir haben, ich finde, es ist nicht so klassisch, nur Halloween. Es ist zwar hier so eine kleine Hexe im Hintergrund, aber wir haben halt hier auch Kürbisse und Laub und ja. Von daher finde ich, es ist so ein Mischmasch für alle, die vielleicht vielleicht auch gerne nicht ganz so düster mögen beim Halloween. Ich mache euch das nur ein bisschen glatt. Sorry, dass das jetzt hier so knistert. Dass ihr das halt schön sehen könnt. Ja, wir schauen uns einmal den Druck an, würde ich sagen. Ja, schön. Also der Druck kann man erkennen, auch hier das C in dem Blau ist gut zu erkennen. Doch, kann man gut erkennen. Was ich auch schön finde, wir haben hier keine schwarzen Kreise, sondern wir haben hier auf den Symbolen die Kreise. Ja. Doch, super schön. Können wir hier unten noch mal erkennt, also ich denke, ihr seht auch alles ganz klar, oder?
würde ich jetzt mal so behaupten. Auch die weißen Symbole erkennt man ohne Probleme. Ja. Wir haben, wie gesagt, eine Größe von 55 x 70 cm. Die Leinwand, das ist einmal die Leinwandgröße. Die Bildgröße wird sicherlich ein bisschen kleiner sein. Ich denke mal 50 cm. Ja, sogar noch ein bisschen kleiner. Wir haben hier 46,5 cm. Und dann wird es in der Länge, denke ich mal, auch etwas kleiner sein. Ja, wir haben in der Länge sogar noch einiges weniger. Wir haben in der Länge 61,5. Das heißt, in der Länge ist es sogar 8,5 cm kleiner. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz kommt das Motiv gut raus. Es ist schön gepixelt. Kann man nichts sagen. Ja. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die Steinchen an. Drehen wir einmal um. Wir hatten ein Standard-Toolkit mit dabei, mit einem kleinen Wachsblättchen. Und jetzt habe ich was, was ich noch nie hatte bei der Firma, wo ich etwas überrascht bin. Wir haben hier 200er Tütchen, was ich persönlich nicht so cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Steinchen sehen aber schön aus, haben einen schönen Glanz, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt 200 Tütchen haben, das hatte ich tatsächlich noch nie. Wir schauen mal noch bei dem anderen Bild, ob das da auch so ist. Vielleicht ist es auch nur eine bestimmte Charge, wo sie vielleicht... Also ich muss sagen, die Steinchen sehen wirklich schön aus. Kann man nichts sagen. Ja, doch. Ist, Steinchenqualität ist schön. Vielleicht mal noch ein bisschen hier was Helleres. Aber ihr seht, ich meine, bei Rund passiert auch nicht viel. Ne? Bei Rund, die sehen alle schön gleichmäßig aus. Wie ihr sehen könnt, haben sie auch einen schönen Glanz. Ja, schön, gefällt mir. Vielleicht, ich weiß nicht, wann ich mein Stickprojekt beendet habe, aber vielleicht kann man ja dann mal einen Vergleich machen. So 22 Farben und 90 Farben. Wenn ich das mal gestickt habe, dann irgendwann mal. Das wird wahrscheinlich noch Ewigkeiten dauern. Also, aber an sich wäre das ja auch mal interessant, ne? So ein Stickprojekt zu sehen im Vergleich zu einem Diamond Painting. Würde euch sowas interessieren, könnt ihr mir ja gerne mal reinschreiben. Ja, so, einmal das. Ja, das war dieses Bild. Und dann schauen wir uns das nächste an. Das ist nämlich auch ein größeres Bild. Das kam hier in der Folie mit eckigen Steinen dieses Mal. Und ich bin echt gespannt, ob das... nein, das kommt jetzt ganz anders da. Auch in kleinen Typen. Also ich zeige es euch gleich. Ganz, ganz speziell. Okay. Wir haben hier wieder ein normales Standard-Toolkit. So ein Schiffchen, Wachsblättchen, zwei Stück sogar. Und wir haben hier ein Bild mit diesen tollen Blumen. Und ich finde das so schön. Ich muss mal gucken, ob ich euch ein bisschen weiter rauszoomen kann. Wartet mal. Ja, so sieht man es, glaube ich, besser. Ja, und ich fand diese Blumen total schön. Hier haben wir auch nochmal das Vorschaubild. Das hat mich so angesprochen irgendwie und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier auch sehr gut AB-Steinchen reinmachen kann. Wir haben hier 28 Farben, DMC-Nummern sind mit dabei und ja, einfach zu lesende Legende, zwei Stück. Größe 60x50, das bezieht sich wieder hier auf die Leinwandgröße.
und nicht auf die Bildgröße. Auch hier haben wir wieder so eine dünnere Folie. Kleber ist sehr, sehr gut. Und dann schauen wir uns mal den Druck an, würde ich sagen. Wie gesagt, wir haben hier eckige Steine. Also, das hier ist schon ein bisschen in der Kamera. Sieht man gar nicht. Ja, seht ihr die Zahl hier? Das hier ist total verschwommen. Also da ist der Druck überhaupt nicht gut. Ich denke mal, ich habe gerade geguckt auf der Legende. Ich denke mal, das ist dieses Ist-Gleichzeichen hier. Die 824 wird das sein. Und hier auch das Unzeichen. Finde ich auch verschwommen. Also das ist nicht so optimal. Hier in der Blüte ist super zu lesen, oder? Ja, das M. Ja, also der Druck ist deutlich schlechter als der andere, den wir jetzt gerade gesehen haben. Auch hier das Prozentzeichen hier. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennt. Ja, ein bisschen erkennt man, dass es Prozent ist, ne? Auch sehr verwaschen. Oh ja, das ist nicht, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Das werde ich mal so weitergeben an die Firma. Aber an sich finde ich es schön gepixelt. Sehr, sehr schönes Bild. Schauen wir uns mal die Steinchen an. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einmal in Druckverschlussbeutel, ist ja auch lustig, ne? Einmal hier Steinchen in so Druckverschlussbeutel. Wir haben hier Acrylsteine, auch die runden waren Acrylsteine. Erkennt man sehr gut an diesen kleinen Löchle hinten drin. Auch hier. Aber so sehen sie sehr schön gleichmäßig aus. Und dann haben wir jetzt hier solche Schlangen mit so 200 Gramm Steinchen. Komisch, oder? Ich hoffe ja nicht, dass die umstellen auf diese 200 Gramm Tüten. Eigentlich habe ich gedacht, die stellen um auf Zipbeutel. Ja, aber die sehen gut aus, die Farben, oder? Was meint ihr? Kann man nichts sagen. Steinchen sehen schön gleichmäßig aus. Wir können ja mal ein paar Steinchen reinmachen in ein Schiffchen. Ich habe hier noch ein weißes. Und da können wir ja mal hier so eine helle Farbe. Ich nehme jetzt extra hier raus, dass ich keinen Beutel aufschneiden muss. Ja, aber die liegen schön. Und ihr seht, die haben auch einen schönen Glanz. Ja, die sehen schön aus. Wirklich schön gleichmäßig. Gibt es nichts zu meckern. Ja, prima. Also Steinchenqualität ist toppi, tippitoppi. nur hier bei dem Bild ist tatsächlich der Druck etwas schlechter. Ich meine, man kann erkennen, um was es sich handeln könnte. Also die Verwechslungsgefahr ist jetzt nicht so groß. Und vielleicht painte ich euch mal eine kleine Ecke hier, vielleicht in einer Farbe. Und wir gucken mal, wie die Steinchen liegen und wie es denn aussieht. Was ist das hier?
Da streckt drunter. Irgendwie Kleber oder was? Mal weg hier. Ekelhaft. So. Wahrscheinlich nach dem Gießen irgendwie drauf gekommen. Wäre nicht nach dem Gießen nach. Die machen ja, wenn sie den Flüssigkleber drauf machen, ne, dann liegt es wahrscheinlich eine Weile offen, bis der eins gezogen ist und angetrocknet ist. Ja, und ich würde sagen, ich mache eine kleine Painting-Probe und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe eine kleine Ecke gepainted für euch. Ich habe euch jetzt nicht mitgenommen, weil ich gedacht habe, komm, das machst du schon allein und es ist eine einzelne Farbe. Also ihr seht, die sitzen schön beieinander. Kleines bisschen Lücken haben wir, aber ich finde das völlig okay. Aber sieht schön aus. Und ihr seht, es funkelt halt richtig schön. Das ist jetzt die 823, glaube ich, das B. Ne, 939 ist es. Und die Steine waren auch schön gleichmäßig. Also ihr seht, das sieht man ja meistens dann auch, wenn es gepainted ist, ne? Ob die so gleichmäßig sind. Ja, also Qualität ist gut von den Steinen, kann man gar nicht sagen. Die haben einen schönen kleinen Funkeln, schön. Und ich glaube, wenn es gepainted ist, dass es auch richtig schön rauskommt, wenn es dann alles so schön funkelt. Und wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass man gut AB-Steinchen einsetzen kann. Gerade hier an den Blütenkanten, ne? Hier, was ist denn das für eine Farbe? Das ist dieser Strich. Der Strich ist die 819. Mal gucken, ob ich so eine AB-Farbe habe. Wenn nicht, weiß ich ja, wo ich bestellen kann. Ja. In diesem Sinne, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut! Ciao!